Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu neuem Part von Monster Hunter Stories 2 im Koop. Kai ist schon in der Leitung, der gibt gerade mal wieder die ID ein. Ja, das hier wird entweder eine lange oder eine kurze Folge, weil es gab nur eine Online-Quest jetzt neu dazu. Aber dafür offenbar einen speziellen Bau, nämlich den Palamute-Bau. Kenne ich noch nicht. Das sind die ich weiß, Hunde. Ich weiß, dass es die Hunde sind, aber ich kenne den Bau noch nicht. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht geguckt. Man kriegt auf jeden Fall safe ein Palamute-Ei am Ende. Stand in der Beschreibung. Ich musste extra dafür speziell nochmal einen Schein kaufen. Ich konnte nicht die Erkundungsscheine nutzen, obwohl es eine Erkundungsquest ist. Brauchst du einen Palamutschein? Okay, der Kai wird rasieren, der ist Level 40. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich war mein Lulucion-Part deshalb so schnell und einfach durch und ich habe komplett übertrieben mit dem Level. Also grinden brauchst du nicht. Oh, wunderschöne Bäume. Kann ich den mitnehmen? Ich sehe eine Kiste. Meine. Was sage ich, dein Multiplayer-Team neu eingestellt? Nee, ich glaube nicht. Weil da musst du es nämlich noch mal extra einstellen. Habe ich extra noch vor dem Part gemacht. Ich glaube, ich habe immer noch Zinogre, Kutku und Gamot. Ja, ich habe dem Tigress, den ich gerade dabei habe, den Zinogre und den weißen Monobloss dabei. Hallo Königs Lutov. Ja, vielleicht sollten wir erstmal oben lang gehen. Da sind vielleicht noch ein paar Eier für uns. Weil es wäre schön, wenn der Part nämlich nicht nur 5 Minuten lang ist. Nein, lass mich in Ruhe, Heavy Tower. Nein! Ich geh schon mal nach oben und guck mich um. Spiel dumme Da frag mich nicht. So, ich hab den Kampf endlich hinter mir. Ich habe Kai noch die Frage gestellt, wie es sein kann, dass ein Hund aus dem Ei schlüpft, und er kann die Frage auch nicht beantworten. So, jetzt muss ich auch noch eben kurz mal nach oben. Der hat da oben schon alles eingesammelt und da sind ein paar Erkundungsscheine. Wir haben übrigens beschlossen, den Bau hier wahrscheinlich 2, vielleicht sogar 3-mal zu machen, weil der offenbar echt kurz ist. Aber das ist die Palamute Bau-Special-Folge, also ihr gönnt's euch. Ob ihr wollt oder nicht. Ich kann das Zinogre-Video ja nicht überspringen. Hey. Das Gute ist, er kämpft auch gerade, das heißt, er kann nicht voraussprinten. Ich habe die Viecher alle gewone-shottet. Ich habe 3 Runden gebraucht, um die Viecher zu killen, und es waren 3 Viecher. Der Heavy Tower, der hat halt leider ein bisschen gut an Abwehr, ne? Das dauerte schon ein bisschen länger. So, da ist noch eine Kiste. Mit einem Megatrank. Da ist ein Zephadrom. Ich nehme mal eben kurz meinen weißen Monobloss, damit die mich nicht angreifen. Da, ich schreie euch ins Gesicht. Ich warte hier einfach mal vor dem einen Nest, das ich so aufgestöbert habe. Und ich habe ein Glücksamulett bekommen. Verdammt. Da oben ist noch eine Kiste. Die nehme ich mal eben kurz mit. Ach ne, die ist sogar hier unten. Ich muss nicht mal klettern dafür. Musste ich auch eben dran vorbei hatten. Habe ich auch kurz gerade. Oh nein, ich habe keinen Kletterer dabei. Oh gut, ich musste klettern. Bang, Ludras am Boden. So, noch ein Herz, Schuro. So, und er beschäftigt das eine Vier momentan, da kann ich mir ein Ei gönnen. Von beschäftigen kann nicht viel Rede sein, das Viech kippt gleich um. Bei mir ist er nur eine fette Staubwolke. Und jetzt oh, jetzt ist er sauer. Ich glaube, das Ei hatte ich noch nicht. Oh, ein tolles Ei! Aber von einem beschissenen Vieh. Ich hätte das rot-weiße Ei mitnehmen sollen, weil ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ja, ich glaube, wir machen den Bau 2-mal. Er hat ja einen Erkundungsschein und ich hatte jetzt einen. Für die es nicht wissen, diese Erkundungsscheine, die kosten 50 Kronkorken. Also wir machen den jetzt nicht 100-mal, den Bau.
Okay, da ist direkt der Palamute-Bau. Den lasse ich noch mal eben kurz in Ruhe, weil da ist noch eine Kiste. Ich komme. Und wer die Kiste nicht ehrt, ist des Spiels nicht wert. Okay, hast gewonnen. Die Katze behalten. Ich habe keinen Bock, noch mal gegen eine Krabbe zu kämpfen. Nein, Ludrov, lass mich in Ruhe. Kai hat offenbar darauf Bock. Na gut, im Duo können wir sie ja eben kurz wegklatschen. Im Duo sollte das nicht lang dauern. Danke! Sorry, ich will nicht weiterschreien. Ja, komm mal rüber. Jetzt komme ich nicht an die Kiste. Los, los, hol sie dir. Hol dir die Kiste. Ich kann sie nicht weiter zurückschreiben. Ach komm, ich helfe dir eben kurz. So, Leute. Wir haben das Vieh besiegt. Ich gehe gucken, ob da unten noch was ist. Diese Doppelbrülltaktik, ne, um die Kisten einzusammeln, das war eigentlich schon eine gute Idee. Da unten ist auch noch ein Nest. Wenn die Ausfuhr stimmt, ne? Mit einem Legianer. Bitte nicht aufwecken. Ich laufe immer erstmal im Kreis außen rum. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Ei noch nicht habe, deswegen nehme ich es mit. Bevor ich das Ei hole, laufe ich immer erst einmal außen rum und sammle den ganzen Kram ein. So. Feucht-Leviathan. Ach, könnte sein, dass es das vom lila Ludrov war. Naja, ich bin mal auf Nummer sicher gegangen. Während du dann das Ei sammelst. Ich habe ein Palamut-Ei. Wie sieht es aus? Zeig es mir. Komm her. Warte. So, jetzt kann ich. Das dürfte ein Palamut-Ei sein. Vor allen Dingen hast du auch noch ein gutes bekommen. Ein gelbes Ei bekommen. Ich habe mir einen gefangen, der heißt Dorian. Aus, aus, böse. Welcher Typus war der? Zum Techniker auch. Wir werden es jetzt sehen. Wir waren überhaupt nicht verwirrt, als wir zweimal hier in Sinnoh hatten. Und ich wusste, wessen Sinnoh da in dem Menü war. Nein, wir waren absolut nicht verwirrt. So, bitte, 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 gib mir auch so ein Palamute-Ei. Ich bitte dich, Spiel. Nein. Bevor ich es nicht kriege, ich nehme das mit. Ich habe ja eins. So, wir machen noch einen zweiten Run. Diesmal gibt dann Kai den Schein aus. Weil ich habe keinen zweiten mehr und die kosten 50. Weitersuchen, weitersuchen. Noch habe ich. Was ist der Unterschied zwischen dem Kraftball und dem normalen Farbball? Ich lese auf jeden Fall 9 Runden. Aber ist auch der Rückzugseffekt höher oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Zuschauer sogar sehen. Leute, hier. Ihr dürft gleich mit ansehen, wie der Palamute ins Leben kommt. Oh, ist der süß. Der hat sogar das Geschirr an von Monster Hunter Rise. Ja, richtig putzig. Okay, da kann Klingen schärfen. Der hat 1000 Klingen. Der kann Blutung hinzufügen. Normaler Palamut. Noch ein normaler Palamut. So, und schärfen, nicht Element. Die mache ich wann anders auf. Und ja, ich bin im Eisdorf. Ich habe einfach das erstbeste Dorf dafür genommen. Und so, Leute. Zweite Runde im Palamutbau. Das ist die Palamut-Folge. Wir haben beide Palamute im Team. Der wird am ersten Kampf aber wahrscheinlich nicht teilnehmen. Erst beim zweiten oder dritten. Aber ich finde das sogar so ein geiles Gimmick, dass er halt wirklich die Kleidung von Monster Hunter Rise auch anhat, der Hund. Wir haben hier einen Pukai. Der kann übrigens springen und der kann auch Efeu hochklettern. Ja, komm. Ich will in dem Palamut im Kampf sehen und beim Pukai-Pukai können wir ihn auch nutzen. Da kann man ihn auch halbwegs effektiv nutzen. So, wie wär's? Ich zeig die eine Fähigkeit vom Palamut und nur die andere.
Weil zwei hat man ja von Anfang. Oh, es braucht Punkte. Ich mach mal kurz streicheln. Ich muss auch streicheln. Ja, streiche den Hund, der freut sich. Streiche das Hundchen? Ja. Das Hundchen. Ob es später sogar noch so bessere Palamute gibt, also mit so unterschiedlichen Fähigkeiten, wäre interessant. Es ist auf jeden Fall ein Vieh, das man nur im Koop kriegt, laut Kai. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in meiner Hauptschule bin. So, ich mache jetzt nochmal streichen, damit er bei mir gleich die Fähigkeit nutzt. Also die andere. Meine macht jetzt erstmal Klingenschärfe. Das hat er automatisch gemacht. Das scheint ja einfach die Animation vom. Ja, das ist die Animation vom Nagakuga. So, jetzt sollte er es nutzen können. 1000 Klingen! Das macht meiner gerade auch automatisch einfach nach. Warte mal, hätte ich es überhaupt auswählen müssen? Nee, der wollte erst Klingenschärfen machen. Das Problem ist, wir werden es nur bei deinem sehen und nicht bei meinem. Weil das ist ein Techniker, den wir hier bekämpfen. So, 1000 Klingen. Und er blutet. Und du bist vergiftet. Ich streiche ihn aber direkt. Ich muss meinen Hund streichen. Boah, sieht der Angriff geil aus. Aber auch kritische Treffer. Los, mein Hündchen, drück ihn weg. Mach ihn fertig. Okay, der Palamut. Ey, zeig mal jetzt die Ultimate mit dem, bitte. Das hatte ich jetzt auch vor. Komm, Hundchen. Der Angriff muss jetzt aber reinhauen, bitte. Aufwärts, Axel. Los geht's. Ich leg den Controller mal weg und dann beobachten wir. Los, Hündchen. Ja, läuft bei mir. Du bist ja gar nicht aggressiv. Ey, wenn der in Stärke ist, macht das auch bestimmt ordentlich Schaden. Ihr müsst bedenken, wir sind gerade Level 1. Und der macht schon so gut Schaden. Also der ist wirklich eine Bereicherung fürs Team. So, jetzt können wir den aber vernichten. Die letzte Fähigkeit können wir nur zeigen, wenn er auf Level 30 ist. Und das dauert, glaube ich, ein bisschen. Also heute seht ihr das nicht. Aber es kann sein, dass der Palamut in mein Team kommt. Also ich werde meinen Zenobre erstmal ersetzen durch den Palamut. Aber das, was der Zenobre, wofür ich den Zenobre da habe, kann der Palamut auch. Und das ist das Springen. Ah, er ist Level 4. So, und jetzt erkunden wir erstmal fröhlich weiter. Gucken uns ein bisschen um. Vielleicht haben wir noch das an ein oder andere Mal. Warte, ich muss meinen Hund erst entgiften. Der hat was Falsches gegessen. Na, hat dem Puka in den Schwanz gebissen? Anscheinend. Uff. Warte mal, welche Geschwindigkeit hat der? Der hat Geschwindigkeit 13. Kein Wunder, dass der so schnell ist. Ist lang. Ach, da oben geht's lang. Ich muss den Weg jetzt erstmal finden. Los, bell den Weg voraus. Wuff. Falsche Richtung. Oh. Er hat mich gemeint, nicht sich selbst. Ich war auch so schlau und hab mir in Lulusia 500 von diesen Donuts geholt, einfach damit ich immer die schnelle Heilung parat habe. Ich hab hunderte Honig in der Tasche. Eine Sackgasse. Nicht mal eine Kiste? Nix. Ja, allein durch die Geschwindigkeit ist da auch eine Bereicherung. Und das ohne den Ansturm. Ein bisschen Honig gesammelt, aber mehr ist da auch nicht. Da ist ein Nest. Ich kann ein Nest sehen. Ich sehe eine Kiste. Die sehe ich jetzt auch. Hallo. Wuff. Oh, eine blaue Kiste. Da kommt nur ein Schein S. Warum kann ich nicht einen Palamute-Schein kriegen? Ich
Okay. Nonne Kiste. Ich gehe erstmal nach rechts. Oh! Hallo Lu drauf. Aufsteigen, Amulett. Oh, hier ist nochmal ein Pokai. Hier sind echt schwache Viecher. Wahrscheinlich gleich die sind ein bisschen vom Level an das an, mit was wir hier unterwegs sind. Also wir wurden ohne unser Wollen von hinten angegriffen. Da ist Sackgasse. Der ist nicht mal meine Kiste, ist ja langweilig. Aber meine ist irgendwie schöner. Beziehungsweise mein Bau, da war mehr drin. Ihr steht alle so kacke. Kacke. Ja, ich hab Vorsprung. Komm zurück und hilf mir hier, verdammt nochmal. Ist ja gut, ich komm ja schon. So, ich hab unfreiwilligerweise eben kurz geholfen. Ich dachte, ich hätte einen Vorsprung, aber ich muss zurück. Oh, Slugtoffe sogar aus dem jetzigen Gebiet. Oh, braune Slugtoffs. Und hier sind die ganzen Nester direkt nebeneinander. Ja, dann nehme ich erst das rechte Nest und dann das untere. Obwohl, ich nehme erst unten. Weil die anderen beiden sind ja direkt nebeneinander. Ich habe mich an diesem dreckigen Fluss festgelaufen. Weil ich zu weit weg stand. Es gibt hier kein Monster, erst wenn ich was genommen habe. Ich habe was angelockt. Dann genoss sie drum. Warum willst du mich? Nimm den da, der ist köstlicher. Ha, ich hab die Moves. Ich hab die Moves, du kriegst mich nicht. Bist du doof? Nein, lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Ich hab mir das doch kurz mit angeguckt. Es könnte sein, dass da links auch noch mein Nest ist. Machen jetzt erstmal das rechte, gucken danach. Was haben wir denn? Wieder ein leeres Nest. Und Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ja, Pfefferschote, die kann ich nochmal gebrauchen. Oh! Hi! Wir können drüber reden. Ein Legianer. Ja genau, nimm ihn! Ich will den Ei bekommen. Wenn du das Vieh schon anlockst, dann hilfst du mir jetzt auch das Vieh zu verdreschen. Warte, ich guck eben kurz, ob links ob ein Nest ist, okay? Dann können wir das nämlich direkt überspringen. Ich komm danach sofort. Und wenn da links ein Nest ist, dann plünder das und kämpft das. Da ist auch noch ein Nest. Okay, ich helfe ihm eben kurz. Er wollte meine Hilfe nicht. In der Hoffnung, dass es irgendwas anstrengenderes ist, hätte so ein dämlich. Ja, jetzt kommt sie, ich krieg schon wieder. Ich krieg einen Giankutsu. Es ist nämlich random, was für ein Vieh man da hinter sich hat. Los, Kutku, Feuerbälle. Vor allen Dingen, ich habe beide Finde-Sachen dabei, ne? Und finde trotzdem nur Müll. Und bisher nicht mal ein Palamute-Ei. Es ist ein Palamute-Nest, da will man Palamute-Eier kriegen. Moment, jetzt fliegt er. Jetzt ich habe Velocidrom bekommen. Oh, nicht dein Ernst. Und ich habe diese dämlichen Legionen. Weg, Legiana, geh weg, stirb jetzt. Ist er schon halb tot oder? Dreiviertel tot, ist er jetzt schon. Ich finde das so schön, ne? Du kriegst einen Legiana, den, und für den du nicht mehr verantwortlich bist, das war komplett meine Schuld eigentlich. Ja. Und danach krieg ich nur so einen Scheiß wie Zitronen, der mich angreift. Dafür kriegst du kein Palamudai. Oh, hier ist noch eine Rettheiden, die man bekämpfen muss. So, gegen Ende ist Mikai dann endlich mal zu Hilfe gekommen. Er hatte noch mit den Legianer vorher zu kämpfen. Entschuldigung, der Legianer ist halt ein bisschen langwieriger als der dämliche Velocidrom. Der Legianer, den du mir auf den Hals setzt. So, und jetzt kann man sich endlich hier ein Ei gönnen. Bitte! Spiel, gib mir ein Ballamute-Ei. Nein. Ich hab ein Legiane-Ei. Ein schönes Ei. Ist auch kein schönes Ei.
Kannst du alle in die Tonne treten? Kein. Ich glaube, du hast ein Gravios-Ei in der Hand. Ja, den Gravios habe ich aber schon und das sogar in Zoll. Ich weiß nicht, was ich gerade trage. Ich habe es jetzt auf jeden Fall zweimal. Ja, Leute, das war's mit dem Chor-Part. Wir sehen den Kai beim nächsten Dorf wieder. Er freut sich jetzt wieder, dass er wieder spielen kann. Ich habe dich ja schon gefragt, dich stört das ja nicht so sehr. Wenn, kann ich auch mit meinem Hauptspielstand spielen. Hat ja auch keinen Unterschied. Als Freunde haben wir uns schon. Bitte nicht wieder overleveln. Ich versuche mich zurückzuhalten. Ich versuche nicht vollkommen durchzugehen mit dem Level. Weil ihr könnt ja sehen, wir haben ansonsten jetzt hier keine neue Quest freigeschaltet und wir kriegen immer erst im neuen Dorf eine neue Quest. Aber mit dem Palamuta, das war auf jeden Fall mal eine besondere Quest. Haben jetzt ein Monster, das man storymäßig offenbar nicht kriegt. Sondern nur im Koop. Ja, Leute. Ich sag dann ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.